Hallo Freunde, Freaklier von MagicBlocks.de, zum allerersten Mal vom Content Creator Account. Hashtag Werbung, ich bin Mitglied von Daybreak Content Creator Programm für Magic Online. Ich freue mich riesig, deswegen kann ich euch jetzt auch neue Decklisten bringen von Karten, die ich ungern kaufen wollte. Die erste Woche oder das erste Video gibt noch ein Deck, das ziemlich nach mir aussieht, wenn man ehrlich ist. Und zwar ist es eine Liste, die Alex mir geschickt hat. Das ist eigentlich eine Frogginator-Liste aus Modern. Das heißt, wir spielen ausnahmsweise mal wieder Modern. Und ihr seht schon, Tassigur, Frosch, Tamio, fühlt sich schon mal gut an. Und wir haben eine neue Karte drin von Assassin's Creed. Ich habe auch diese komische Animation natürlich genommen, damit man die mal auch sieht. Whenever you cast a historic spell, draw a card. Und dann immer kann er nicht geblockt werden. Und immer wenn er Schaden im Spieler macht, kriegt er eine +1/+1 Marke. Er startet als 2-2, also relativ unlustig, aber zieht Karten und wächst. Wir haben einen Frosch, der Karten zieht und wächst. Wir haben Baumaster, der anderen Card Draw bestraft. Und wenn wir mehr Karten ziehen, können wir unsere Tamio flippen. Decklist sieht super witzig aus. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich habe ewig kein Modern mehr gespielt. Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, wie es läuft. Und dann sehen wir uns gleich in der Liga. Bis gleich. Okay, wir kommen zu Runde 1. Wir haben, ich glaube, einen Keep. Bisschen viel Land, aber wir haben Removal. Turn 2 Baumasters. Wir sind on the draw. Ich habe keinen Plan, wie es Metagame aussieht in Modern. Ich habe quasi schon vor Nadu nicht mehr aufgepasst. Ich habe ja Gorious Vengeance gezockt. Da war es relativ egal, was die Opponents so machen. Okay. Thundering Falls. Ich glaube, es gibt halt ein Energy Deck, das Jeskai ist, oder? Da ist der Bashim. Ich glaube, ich spiele ihn aber noch nicht. Ich versuche erstmal Bowmasters zu landen und dann zu enttappen, Bashim zu spielen, Mox Amber zu spielen, eine Karte zu legen, Karte zu ziehen und ein Counterspell offen zu haben. Okay. Opponent auch noch mit einem relativ langsamen Draw. Dann testen wir das mal. Spell Snare, okay. Hab ich auch im Deck. Gute Karte. Spell Snare, check. Okay. Ich meine, dann sind es halt zwei, gell? Da kann man nichts machen. Okay, fair. Fair. Ich habe keinen Discard im Deck, glaube ich. Und One Ring. Ja, da haben wir verloren. Hm? Double Spell Snare into One Ring. Das hätten wir auf jeden Fall anders spielen müssen. Und wir ziehen nichts. Okay. Ja. Action wäre cool. Okay. Tamio ist sowas wie Action. Ich glaube nicht, dass sie überleben wird, aber schauen wir mal. Wobei wir einen aktiven Wandering halt nie im Leben schlagen. Ich glaube, ich habe auch nichts im Deck. Ich kann ihn bouncen mit Sink into Stupper. Das war's. Flage. Nächste Counter kann sie nicht direkt wiederkommen, sondern erst nächste Runde. Dann kann ich versuchen, Tamion zu flippen. Aber Opponent hat hundertprozentig sowieso einen Counter. 8 Karten in der Hand. Okay, doch nicht. Schön.
Okay. Ja, okay, passt. Passt, 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 passt. Wir wollen. Holy, ist das klein. 9er Account, ihr seht, ich habe noch nicht alles eingestellt. Wir wollen wahrscheinlich Narset, Python Needle. Glaube ich, kann zwei Pushes. Das Deluge kann, glaube ich, weg. Die Force of Negation sehen ganz cool aus. Ich weiß nicht, wie viel Spells er erstmal braucht. Ich habe keine Ahnung, was das Deck spielt. Ich gehe jetzt nur von dem aus, was ich gesehen habe. Das sind jetzt nicht so der Knaller. Aber klingt so, das ist wahrscheinlich auch jetzt nicht so richtig notwendig. Ich board mal so. Mein Einklingt to das für die Flage reicht wahrscheinlich, ja. Vielleicht will man zwei. Okay, das sieht nach einer Hand aus, die man halten kann. Wir können quasi Tamio flippen, Turn 2. Das sieht doch nach einem Plan aus und haben eine Force of Negation als Fallback, wenn Opponents versucht, in seinem Zug zu interagieren mit den Galvanic Iteration oder wie es heißt. Okay, da liegt ein Spellsnare oben. Verstehe. Denke, wir versuchen sie einfach zu flippen. Wenn es schief geht, wenn hier ein Removal rauskommt, dann ist es so. Aber das ist ja das Play, was unser Deck eigentlich machen will. Ah, cool. Hat funktioniert. Ja, gut. Das ist ja schon mal kein schlechter Beginn. Subtlety war wahrscheinlich der Draw dann. Diesen. Ah, ne, ist gescryed worden. Vergesst, was ich gesagt habe. Okay. Force of Negation, Invert Polarity Exiled auf Mox Ember. Okay, fair. Wahrscheinlich war die Angst, dass ich The One Ring spiele. Schauen wir mal, ob Flooded Strand ob gecrackt wird. Ja, wird gecrackt. Schade. Dann wird man wahrscheinlich The One Ring nennen. Okay. Ja. Läuft. Es wäre mal eine Thread noch ganz gut. Nochmal eine Tamio. Ja gut. Dann spielen wir halt noch eine Tamio. Ich meine. Kriegen wahrscheinlich gleich eine Flage um die Ohren rumgeschlagen. Ich muss die Spells erst rausboarden. Ich habe gehofft, dass. Ich muss mir mal die Deckliste anschauen. Das hat so keinen Wert. Okay. Wir haben noch eine. Ich mag es überhaupt nicht, Formate zu spielen, wo ich so gar keinen Plan habe. So, Jeskai Control. Flage, Subtleties, Solitudes, Teferis. Ich meine, die Counterspells treffen wir natürlich. Das war's dann aber mehr oder weniger. Vier One Rings. Okay, ich hätte auf jeden Fall anders boarden müssen.
glaube, ich nutze meinen Spellsnare hier. Okay. Exile Supreme Verdict. Okay, dann kommt jetzt Flage wieder. Die können wir dann End of Turn killen. Die hält zwar unsere Tamio ein bisschen in Schach, aber Powman 2 for 1 sich schon mehrfach jetzt. Oh, Mishras Baubel. Okay, das heißt, Opponent hat wahrscheinlich kein Land gezogen. Und wollte hier meine Hand sehen wahrscheinlich. Na gut. Ich denke, wir ziehen Karten. Cool. Okay, Scheiße gesideboardet und trotzdem gewonnen. Easy. nochmal. Okay, das heißt, wir können pushen Flage und Subtleties. Das Deck spielt vielleicht auch Solitudes. Das heißt, wir wollen keine mehr Spellsnares, aber ich will wahrscheinlich das Cling to Dust wieder und wahrscheinlich will ich sogar die Surgical. Pithing Needle ist cool. Ich weiß nicht, wie viel Spellsnares man braucht. Ich glaube, wir treffen halt nur Counterspell, aber ich glaube, Counterspell treffen ist ganz relevant. 2 Push fühlt sich auch ganz gut an. Das Deck zieht jetzt nicht so unendlich Karten, höchstens eben über The One Ring und spielt, glaube ich, diesen Ein-Mana-Spell, haben wir ja gesehen. Wahrscheinlich spielt es im Sideboard selber Tamien. Ich glaube, ich cutte mal die Narset noch. Ich habe jetzt relativ, dann habe ich relativ wenig blaue Karten für meine Forcen. Ja, wobei, ich habe meine Frösche. Okay, wir testen so. Schreibt mal gerne, wie ihr anders geboardet hättet, wie ich im ersten Spiel anders spielen konnte. Das habe ich selber gesehen, das ist klar. Okay, das ist ein Turn 1 Tamio, Turn 2 Flip, aber diesmal on the draw. Ich meine, wir versuchen es trotzdem. Das ist unser ganzer Gameplan, sage ich mal. Der verliert gegen alles Mögliche von Opponent. Tamio. Bobel. Okay, ein Göchchen. Okay, Tapland ist schon mal, Surveilland ist schon mal gut. Das heißt, zumindest wird den Opponents Zug Mana verwendet. Okay, dann baubeln wir mal. Force of Negation liegt oben. Okay. Wir versuchen es wieder. Okay, und ich glaube, ich spiele sogar nochmal einen Mox Ember aus, um Actual Counterspell offen zu haben und um meinen Tassigo ein bisschen näher zum Casten zu bringen. Meticulous Archive. Ich liebe diese Surveillance. Das ist echt... Ja, okay, Surgical. Herrlord Fountain kann meine Tamio auf 1 runterschießen. Ich glaube, damit komme ich klar. Länder wären cool. Spielen noch eine Tamio und haben jetzt Counterspell und Spellsnare offen. Mein Opponent könnte Fetchland into Flage. Das können wir dann Counterspellen. Teferi. Okay. Teferi ist so eine Sache.
Den wollen wir auf keinen Fall. Push, okay. Push ist auch interessant. Ich will jetzt auf jeden Fall Counterspell offen haben für Flage. Das heißt, ich spiele jetzt kein Tassigur, sondern ich sage einfach Go. Nichts. Okay, spannend. Ja, okay. Vorne hat genug gesehen. kein Land gezogen. Okay, Tamio, einfach eine gute Karte. Gute Magic-Karte. Kann man nicht anders sagen. Dann sehen wir uns in Runde 2. So, wir sind in Runde 2. Und wir haben eine Hand. Wir sind wieder mal on the draw, wie eigentlich immer. Schade. Temple Garden. Auf Quirion Ranger. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber da ich einen Push gezogen... Ich meine, ich könnte auch Board viben, aber ich... Ich räume ihn mal ab. Und spiele nächste Runde einen Frosch, wenn ich darf. Vielleicht hätte man auch Spells näher offen lassen müssen. Das wäre eben gut, wenn man weiß, was für Decks gespielt werden. Soul Cauldron, ja, das hätte ich gern gecountert. Das ist dann... Gibt es Yawgmoth jetzt in Absahn? Ist das ein Ding, das passiert? Wer spielt sonst Soul Cauldron? Ja, okay. Ich glaube, mein Tassigur wird dieses Spiel eher nicht landen. Den können wir in den Frosch reinwerfen. Okay, Cavern. Auf 11. Gibt's ein Elfendeck? Nee. Machen wir ihn jetzt schwach. Priest of Titania. Okay, leg noch mal einen Elf, komm. Okay, und hat quasi jetzt Quirion Ranger. Fähigkeit. Und kann quasi sich selbst enttappen. Das ist die Frage, ob man das schon killen muss. Nein, wahrscheinlich einer nicht, aber richtig countern können wir auch nicht. Ich discard mal Spellsnare, weil da liegt eh in den Cavern. Cling to Dust. Will ich Board viben? Will ich nochmal... Will ich einfach jetzt ein Board vibe ziehen? Ich habe nur einen im Deck. Ich kann auch Basim spielen oder ich kann Tassigur spielen und einen Basim discarden. Ich glaube, das ist das, was ich mache. Es eröffnet mir, dass die nächste Runde für noch mehr Schaden kommen. Ich kann mit Cling to Dust eine extra Karte ziehen. Ich habe keine Ahnung, was das Deck macht. Kein Plan. Das wird er leider jetzt mehrfach ertragen müssen. Ich glaube, die Modern-Kenner, die drehen schon durch. Okay, noch mehr Elfen. Mein Mana ist jetzt mehr als genug vorhanden. Okay. Okay, Itsuri. Faire Geschichte. Das heißt, der hier kann zweimal enttappt werden. Der macht dann 15 Mana.
Mox Ember ist ein sehr guter Draw. Ein sehr, sehr guter Draw. Ich reagiere da drauf und Exile, mach mal, gib mal meinem Gerät fliegend. Okay. Ich greife an und muss dann Board wipen. Die Frage ist nur, für wie viel. Okay, also 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, er macht 5 Mana. Er kann zweimal, Quirion Ranger macht das, once each turn. Das heißt, er kann einmal enttappt werden, macht hier 5. Dann kann er hier plus 3 geben. Das heißt, die sind dann 6. Der macht es nicht größer. 6. Das heißt, ich muss für 6 Board wipen. Für 6 live. Ich habe Turn 1 schon falsch gespielt, also ich hätte Mana offen lassen sollen, Soul Countern, Countern. Aber wir grooven uns ja noch ein. Das heißt, das Spiel wäre deutlich einfacher, wenn ich einfach gleich den allerersten Zug nicht schlecht gespielt hätte. Aber gut, irgendwas ist ja immer, gell? Opponent wohl auch im Rechnen. Jetzt zeig mir, ob ich mich verrechnet habe. Ich glaube nicht. Okay. Uncounterbarer Elfspell. Okay. Eladamri. Und Wirewood Symbiote. Okay. Und er kann quasi alles Mögliche an Activated-Fähigkeiten noch kriegen. Schwierig. Ich denke, ich spiele zwei Kreaturen. Das mit den Counterspells ist weiß ich als schwierig. Und wenn Opponent versucht, meinen Friedhof zu exilen, dann wird es wieder gefrosht, denke ich. Aber ja. Das heißt, Eladamri macht jetzt unendlich Mana, gefühlt. Heißt, nächste Runde, wir ziehen eine Karte. Egal was passiert, wir können Tassigur spielen. Trigger, ziehen nochmal eine. Das heißt, wir haben vier, fünf Karten. Wir können ihm Fliegen geben. 5 plus 2 sind leider nur 8. Plus 1 sind 9. Ein Schaden zu wenig. Haben wir tatsächlich Probleme, ja. Ein Schaden zu wenig. Opponent müsste irgendwie nochmal, müsste nochmal fetchen oder so. Ich meine, es kann auch sein, dass wir tot sind. Weil das ist relativ viel Mana. Ich meine, 3, man kann hier noch einen Overrun holen. Aber, und ihn nochmal enttappen. Schauen wir mal. Okay. Also eine Infinite Mana Combo ist auch noch drin. Mit einem Druid.
Witziges Deck. Elfen hatte ich in 2024 jetzt nicht auf dem Schirm in Modern, da bin ich ehrlich. Aber gut. Könnte tatsächlich reichen, richtig? Ich meine, was könnte man ziehen? Ja, untap target creature. Drei, vier. Noch eine. Hä? Und dann? Und dann den? Nee. Hä? Hö? Das verstehe ich nicht. Will man nochmal die Fähigkeit in Soul Cauldron kriegen? Schauen wir mal. Okay. Heißt, wir starten so. Und dann starten wir so und ziehen noch eine Karte. Tamiyo. Wenn wir Tamiyo spielen, unsere Hand discarden. Also wenn wir jetzt discarden, das sind es nochmal 4, 6, 7, 8. Das ist zu wenig. Wenn wir Tamiyo spielen, unsere Hand discarden. Mit Frog noch eine Karte ziehen. Dann flippt Tamiyo. Dann ist der Plan, dass wir einen Overrun überleben. Ich meine, es ist kein guter Plan, aber es ist ein Plan. Okay. Vielleicht ziehen wir auch einen Fatal Push. Ja. Ist der Overrun quasi. Fetchland. Das wollen wir eigentlich nicht spielen. Okay, kill mich, Opponent. Sollte reichen. Gib noch mal hier... Activated, der kann 3. Ja, kommt drauf an, ob Opponent noch eine Kreatur zieht. Wenn noch eine Kreatur zieht, sind wir tot. Mhm. Ach, nee, hat er noch einen 7, wir da noch. Bei dann der einzige 11. Das sollte nicht reichen, richtig? Kann noch eine plus 1 Marke was geben. Und die trampeln auch. Das heißt 5, 2, 7, 8 plus 1 sind 9. Sollte 1 zu wenig, 2 zu wenig sein. Okay. Kann noch mal enttappen, aber dann sind es nur, muss ein Elf auf die Hand nehmen. Ich glaube, es ist zu wenig. Ja. 2. Okay. 4. Ah, okay. Gibt den kleineren Overrun jetzt.
Plus 2, plus 2. Okay, 6. Stimmt, er kann ja dann auch enttappen. Vergesst's, ich habe mich verrechnet. Es ist genug. Okay, wir brauchen auf jeden Fall den zweiten Board Wipe aus dem Board, Freunde. Und wir dürfen jetzt so schlecht spielen und einfach das Ding hier countern. Kriegen wir schon hin. On the play and on the draw sein, wie immer in Modern. Aha. Jetzt ist der ungeblockte 11 gebounced. Hä? Und jetzt? Aber der pumpt doch nur Elfen, oder? Elfen, Elfen. Der einzige Elf ist er hier, selbst wenn er nochmal plus 3 kriegt. Ja, und jetzt? Jetzt reicht es ja noch weniger. Ich verstehe es nicht. Da war doch der Kill. Einfach den anderen aktivieren sollen und nicht seinen ungeblockten Attacker. Okay. Keine Ahnung. Gefühlt hat man das Spiel verloren. Okay. Upgrades. Ja gut, wir greifen halt an. Mein. Wird es schon kein Fock geben oder sowas? Kein Frog geben. Okay, ja, dann kann der ungetappt sein. Da kommen immer noch 3 durch. Pass auf. Activate only once per turn. Ja, okay. Ich glaube, das ist weiterhin völlig in Ordnung. Ja, okay. Ja, Basim hat's gerichtet. Okay, Board Vibe. Go for the throat. Wir wollen mehr Spellsnares, glaube ich. Die eine ist Piffing Needle. Piffing Needle hört sich auch gut an. Ich glaube, die Cling to Dust. Wir wollen eher versuchen, das Ding auszuschalten. Kann man rausnehmen. Ich glaube, ein Tassigur, ein Basim. So. Vielleicht ist der Basim auch besser, weil die Bowmasters sind schon gut. Gibt schon viel, was die pingen können. Ich teste mal so. Und dann schauen wir, wie sich Match 2 entwickelt. Wir sind wieder on the draw. Ja, können wir machen. Tatsächlich die Frage, ob man. Ich glaube, ich würde sogar tatsächlich versuchen. Tja, jetzt ist die Frage wieder. Wenn jetzt das Artefakt kommt. Nee, ich kann Tamio Turn 2 flippen. Ich sag einfach Go. Ich halte Spellsnare offen. Nächste Runde spielen wir Tamio. Beide Baubles haben weiterhin Spellsnare offen oder eine Piffing Needle. Können dann Go sagen, Baubeln. Ich glaube, das ist sicherer. Ich weiß, die meisten, also wenn jetzt hier eine Cavern kommt, okay, dann war es scheiße. da kann man ja nichts machen. Okay, Elvish Warmaster. Jo. Und ich glaube, ich halte weiterhin Spellsnare offen und versuche dann was zu needeln. Am besten irgendwas, das Mana macht. Wobei Mana Abilities, gell? Okay.
Aha, devoted Druid. Das heißt, wir wollen Spellsnare offen haben. Und weil jetzt auch ein Elf. Vielleicht brauchen wir das Removal für die Länder. Dieses Breakthrough the Ice, oder wie das heißt. Dismember. Okay. Ich meine, ich könnte den Bounce offen lassen, aber ich glaube nicht, er kann nicht beide. Er kann nicht beide Combo Pieces auf einmal spielen. Ich glaube, ich mache das so. Ich schock mich. Ich schock mich. Sicher, sicher. Vielleicht, ich wüsste nicht, warum ich zwei Spells erst brauche, aber ich glaube, am Ende werden die mit dem Overrun ausgeschaltet jetzt die zwei Leben hoffentlich nicht entscheidend sein. Ja, okay, Attack für 4. Mhm. Dann kommt da jetzt der Druid. Oh ne, ich krieg noch mein Target. Dankeschön. Ah, der Druid wurde weggefetcht, richtig. Priest of Titania liegt oben. Verstehe. Boardwipe. Action. Frosch. Irgendwas. Frosch. 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 Guter Mann. Spiel mal Land. Ich glaube, eins spielen wir noch und dann ist Frosch-Action angesagt. Okay, wir können die gesamte Hand. Ich meine, man kann suiciden. Hä? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Merkwürdiger Attack. Ich muss irgendwas ziehen, auch wenn ich. Ich meine, ich bin gerade vorne im Damage Race noch. Ich krieg zwar dann 4, aber ich ziehe hoffentlich irgendwas. Mehr Länder. Ne, die Länder wandle ich in Schaden um. Ja. Okay. Ich glaube, ich enttappe einfach. Er kann auch weg. All the lands, dick. Ich spiele extra kein zusätzliches Land, weil Opponent kann nur ein, okay, nur ein Spell spielen und weil er keine Handkarten hat und ich habe einen Sink into Stupor. Okay, das war's. Elfen in Runde 2. Spannend. Wir sehen uns gleich in Runde 3.
Willkommen in Runde 3. Wir stehen 2-0 mit Frogginator. Mit dem Mann, der keinen Plan von Modern hat. Und wir haben eine Hand. Ich meine, eine Tamio wäre noch cooler, die könnte man direkt flippen, aber es ist sogar die Frage, ob wir Turn 1 gleich bobeln. Vielleicht können wir bobeln, dann können wir entscheiden, ob wir Sink in the Stupor spielen. Wobei, wenn wir bobeln, ziehen wir eine extra Karte, dann wollen wir das auf keinen Fall. Ich kann auch mich bobeln, aber dann ist die Bobel schon weg und ich kann nicht entscheiden, ob ich noch eine Tamio will oder nicht. Ich glaube, ich starte Darkslick Shores, Bobel. Und benutze die Bobel mal nicht. Normalerweise hätte ich Ahnung vom Format, würde ich Bobeln zu sehen, auf was von dem Deck mein Opponent ist. Aber da ich keins der Decks kenne, ist es völlig egal. Da kann ich auch hoffen, dass ich eine Tamio ziehe. Ich habe meinen zweiten Landdrop. Okay, rot. Ah, wir spielen gegen Burn. Gegen Storm. Okay, gegen Storm will ich wahrscheinlich. Okay, da ist. Da will ich wahrscheinlich Länder ziehen. Ich starte so. Ich denke, Opponent spielt jetzt Ral und ich versuche den mit einem Spellsnare zu kriegen. Vielleicht könnte ihn auch pushen, aber in Response könnte Ruby Storm abgehen. Wobei ich mit dem Spell Snare eher den Ruby Medallion treffe. Wobei halt Manamorphosis, die ganzen Rituale halt nur eins kosten und da ein Treasure liegt. Das heißt, wenn ich versuche, den Ral zu pushen, könnte der in Response flippen. Schauen wir mal. Wobei ich auch Ral resolven lassen kann. Und auf den ersten Spell dann pushen. Ich habe halt sonst eigentlich keine Targets für die Push und ich habe zwei auf der Hand, das heißt, ich muss ihn pushen. Und ich habe Targets wie eine Manamorphose in Ruby Medallion für die Spellsnare. Von dem her, Rens Resolve kostet, glaube ich, auch zwei. Ja, genau. Das wollen wir auf jeden Fall Spellsnären. Dann ist, kann man sogar überlegen, ob man Strike It Rich bei wenn mein Opponent Strike It Rich als sein Turn macht, ist mir das auch egal. Dann spiele ich einen Bowmaster und fertig. Ruby Medallion. Das müssen wir counterspellen. Das hilft nichts. Und dann wird man tatsächlich das Strike It Rich essen mit unserem Kling. Dann spielen wir Tamio, damit wir mal eine Thread auf dem Board haben. Und jetzt haben wir Push plus Bowmasters. Opponent sieht halt keine Länder. Also die ganze Hand ist Action. Jo. Ich meine, jetzt ein Ritual casten wäre ganz cool, weil da könnte man in Response
pushen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Kommt es nur drauf an, was das Ritual, ob das jetzt ein verschwendetes Ritual wäre, das wäre natürlich edel. Edelst. Klims, ja. Haben wir leider keine Antwort gerade drauf. Past in Flames. Rens Resolve. Manamorphose. Okay. Ich spiele Bowmaster. Spell Snare ist nicht schlecht. Opponent hat jetzt halt unendlich Mana. Aber ganz gute Karten weg. Es ist halt die Frage. Drei Handkarten. Opponent könnte Past in Flames spielen. Und dann nur ein Ritual da, aber Ritual in Past in Flames. Ich glaube, ich nehme das Past in Flames weg. Ich weiß nicht, das kann sein, dass ich jetzt mit dem Move verliere. Aber wenn das, meistens spielen die ja keine 4, sondern 1 oder 2. Wenn ich den Zug überlebe, jetzt nochmal so ein Setup-Turn von unserem Opponent wäre. Klingtodust gerade echt gute Magic-Karte. Kann man anders nicht sagen. Okay, Opponent am Rechnen wahrscheinlich. Aha. Okay, Ruby Medallion, das ist natürlich das, was man auf keinen Fall sehen will. Es kann sein, dass ich jetzt einfach tot bin. Kann aber auch sein, dass es wirklich nur so ein Setup-Turn ist, dass jetzt irgendwie Karten exiled werden, dann hätte ich noch eine Chance. Schöne Spell Snare, das ist schon hart, wenn ich noch einen Counter ziehe. Ich habe noch einen Draw von Turn, ich habe dann zwei Clue-Tokens. Ich habe leider jetzt nichts, um das Medaillen wegzukriegen, das wäre natürlich ganz edel. Okay, Ritual ist kein guter Start für mich. Wenn jetzt nochmal ein Past in Flames in der Hand ist, ist natürlich doof. Okay. Harnfeld, Horn of Bounty. Da ist es Past in Flames exiled. Das ist schon mal sehr schön. Also gibt es schon mal, sind zwei weg jetzt. Okay, wir brauchen auf jeden Fall die Needle für das Horn. Okay. Schöner Draw. Das heißt, nächste Runde können wir Tamio flippen. Okay, Modo. Lass mich nicht im Stich.
Das Kreisel des Todes dreht sich. Okay. Gefetcht. Elegant Parlor. Mhm. Und Top. Schauen wir uns mal an, was da kommt. Ob das discarded wird oder gecastet wird. Oh, das wird gecastet und wir können es countern. Das ist ja perfekt. Perfekt. Ziehen noch eine Karte. Okay. Tech. Wir flippen Tamiya auf jeden Fall. Ich glaube, ich lasse meinen Sink into Stupor offen. Bauble kommt in den Friedhof, die brauchen wir nicht. Im Gegenteil, ich will lieber Tassigo rausdelven können. Ich glaube, wir bouncen den zurück. Opponent kann ihn dann quasi ins Horn werfen, hat noch einen Landdrop. Aber der ist schon eine sehr, sehr gute Karte. Mesa und Desperate Ritual. Okay, das macht wenig. Und jetzt können wir unser Spellsnare auf die Hand nehmen. Mit Tamiyo. Ja, und jetzt? Achso, damit es zumindest im Friedhof ist. Das macht Sinn. Für nochmal ein Past in Flames. Das heißt, ich nehme Spellsnare auf die Hand. Wir spielen einen Mox Ember. Spielen einen Frosch. Tacken für zwei. Aber ich will den Fatal Push discarden. Ich kann das Sink into Stupor im Friedhof lassen und habe drei Mana offen. Ah, ich kann sogar das Cling to Dust noch im Friedhof lassen und dann mit einem Spellsnare. So haben wir nächsten Zug Liesel. Anders hätten wir es nicht gehabt, weil ich habe dann drei Handkarten mit ihm hier. Das wären 5, 6, 7. Okay, Opponent Fetch, dann wäre es Liefel gewesen, aber. Ein Draw müssen wir verhindern. Shatterskull Smashing. Das reicht, glaube ich, nicht. Paul müsste nochmal fetchen und kann dann für 3. 1, 2 oder so für 2 und nimmt dann mit meiner Handkarte genug. Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben Game 1 gewonnen. Huh! Enge Kiste. Enge Kiste. Ich weiß nur nicht, ob es nach dem Sideboard besser wird, weil der Vase Splash ist ja meines Wissens für Orims Charm da. Ja. Schauen wir mal. Die Spellsnares sind auf jeden Fall super in dem Matchup. Da kommt das vierte auf jeden Fall rein. Kann, glaube ich, ein, zwei Pushes cutten. Ich will nicht ganz auf die Pushes verzichten. Graveyard Hate bleibt.
Opponent kann Empty the Warrens spielen als Finisher noch. Da ist die Frage halt, ob man die und das mit Tamio regeln dann oder ob man ein Board Wipe drin lassen oder ob wir versuchen, das Empty zu verhindern. Weiß nicht, ob man Board Wipe drin lässt, um okay, Piping Needle wollten wir gegen was haben, gell? Gegen was denn? Schade, dass es kein Livestream ist. Ich habe vergessen, gegen was. Was haben wir denn gesehen, wo wir Needle brauchen? Ich lasse mal draußen. Surgical ist, glaube ich, ganz gut. Force of Negation ist gut. Spellsnare ist gut. Narset zieht ja keine Karten. Ich glaube, wenn man zwei Pushes cuttet, das ist okay. Ein Tassigur kann man wahrscheinlich cutten. Die Bowmasters sind jetzt auch kein Highlight. Wie gesagt, man könnte das Toxic Deluge cutten, aber vielleicht will man eines als Out im Deck? Question mark. Ich glaube, ich mache es so. Ich cutte das hier. Und versuch's mal so. Turn 1 Tamio, die wir Turn 2 flippen, wäre natürlich insane. Wobei das relativ schwierig ist gegen das Deck, weil wir ja doch Interaktion offen halten wollen. Das ist eine ganz gute Hand, glaube ich. Opponent kein Mulligan. Okay, und kein Blade Turn 1. Das gefällt mir sehr gut. Wir haben leider jetzt keinen Push gegen einen Ral, keine Spellsnares. Ja, ein Ral wäre jetzt... On the Draw ist es halt gegen das Deck, haben wir mal vorne hauen. On the Draw. Nur hatten wir da Spellsnares auf der Hand. Ich glaube, wenn mein Opponent versucht, einen Ruby zu legen, dann muss ich den forcen mit einem Psychic Frog, den ich abgebe. Ansonsten müsste man einen Push ziehen. Einen Ral müssen wir resolven lassen, da hilft nichts. Reckless Impulse, okay. Da ist das Ruby Medallion und die Metamorphose. Ich meine, ich könnte mir die Hand anschauen. Vielleicht will ich das auch machen. Einfach damit ich sehe, womit wir es zu tun haben. Jetzt, bevor ich nämlich entscheide, ob ich einen Frog spiele oder nicht. Das heißt, okay, Veil of Summer. Commercial District kommt getappt. Commercial District, Veil of Summer, Ruby Medallion. Noch ein zweites in der Hand und zwei Rituale und kein Payoff. Außer eben die Metamorphose. Das heißt, wir versuchen eine Runde lang Glück zu haben. Und dann mir im Frosch zuzuschlagen. Ich kann eh nicht countern. Also ich könnte countern mit beidem, aber habe dann keinen Druck auf dem Board. Die Mana-Morphose kann ich countern. Das ist, glaube ich, Opponent hat jetzt einen Draw, wird jetzt einen Ruby spielen. Und dann das getappte Land. Ah, okay. Ritual. Das hätte ich countern können. Aber eigentlich ist mir egal, ob die Rubies kommen. Ich muss nur diese eine Mana-Morphose countern. Dann ist auch Veil of Summer weg.
Nächste Runde, das Commercial District wird auf jeden Fall gelegt. Das heißt, nächste Runde müssen wir gegen Vale irgendwas machen. Heißt, wir wissen, ein Ritual ist weg. Opponent könnte jetzt das zweite spielen. Das würde ich, glaube ich, forcen. Die Manamorphose force ich auf jeden Fall. Okay, da ist der District. Okay, das Cry Science scheint zumindest schwierig zu sein. Okay, bleibt oben. Oben ist nicht gut. Spellsnare. Greifen wir mal an. Discard auch ein Ruby, ein Amber. Tja. Land wäre cool gewesen. Land wäre richtig wichtig gewesen. Er ist leider keine Legende. Mit dem Land hätten wir Spellsnare und Counter of the Veil. Das hätte uns wahrscheinlich das Spiel retten können. So muss ich Opponent blöd austappen. Ich meine, wenn kein Card Draw da ist, dann ist es zumindest jetzt nicht so schlimm bisher. Hat ja was oben gelassen. Das heißt, irgendwas Relevantes muss es sein. Okay, ist Ritual. Ich kann eh nicht countern, weil ja die Veil offen ist. Wie gesagt, könnte nochmal so ein Setup-Play werden, wo man einfach den Ruby spielt. Die Frage ist dann, ob ich sogar die Veil rausziehen will. Irgendwie ist halt Card-Draw dann. Und Mana ist da, nur hoffentlich kein Payoff. Tja. Weiß nicht, vielleicht war das Ritual the Köder, weiß es nicht. Ich glaube, das zweite Medallion macht nicht so viel in dem Deck, gell? Es macht Past in Flames günstiger. Ja, tapp das Grüne weg, bitte. Tapp das Grüne weg. Das ist der richtige Plan. Grün wegtappen, mein Freund. Dann wird alles einfacher für mich. Ich tapp einfach den Commercial District. Oha. Da ist das Veil. Ja gut, da kann man nichts machen. Ich meine, ich hätte was machen können, hätte ich ein Land gezogen, aber so... Okay, dann ist jetzt quasi, lag irgendwas oben, wahrscheinlich ein Past in Flames oder so. Okay, Opponent so kriegt man keine, also selbst wenn Opponent das Spiel holt, wird es schwierig, dass man ein Spiel 3 durchkriegen in dem Tempo. Past in Flames oben, okay. Ja. Und jetzt kommt nochmal ein Card Draw. Ja, dann war eins auf jeden Fall noch der Card Draw. Oder vielleicht einfach ein Empty the Warrens in der Hand. Wird jetzt auch 10, 11, 12 Tokens machen. Könnt einen Ping. Und theoretisch, wenn ich eine Tamio ziehe und die geflippt bekomme, natürlich die abstellen. Ich
Ruby Medaillen, ja. Eine Handkarte noch. Wish, ja, okay. Das wird wahrscheinlich jetzt das Empty the Warrant sein, denke ich mir. Für einen Crape Shot reicht's nicht. Oder es ist nur Card Draw, um nächste Runde wieder mit Pass in Flames starten zu wollen. Ne, da ist es empty. Okay. Ja. Ja, dann schauen wir mal, was wir ziehen. Okay, das ist ein Anfang. Cantrip. Tamio. Tamio. Hier ist kein Mana offen. Was? Ich ziehe noch ein Land. Land wäre halt die Ultranatz. Nee, okay. Aber eine Bowl. Schauen wir mal, was Opponent oben hat. Okay. Force. Schade. Ja, gut. Opponent hat jetzt wieder Free Rain, mich zu killen in dem Turn und hat auch das Friends Resort. Das heißt, es sollte, glaube ich, nicht. Also, es cast Past in Flames, kann spielen, aber kein Mana offen. Ich glaube, wir haben es. Pass in Flames kostet 5. Was ist das? 5. Gerade 3. Das sind 3 Mana. Die Tokens machen alle nichts. Wir haben unser drittes Land. Tamio wird einfach weiterhin hochgetickt, ob sie will oder nicht. Ziehen noch eine Karte. Könnte sogar noch eine weitere ziehen mit meinem Frosch. Okay, da ist ein Land oben. Ich greife natürlich mit Basim auch an. Kann gerade nicht geblockt werden. Opponent hat jetzt leider dieses Veil of Summer offen. Das ist so ein Problem. Deswegen wäre eine Force ganz geil. Oder ein zweiter Counterspell. Oder ein Deluge. Schauen wir mal. Ich will gerade nicht Deluschen, denn die Tokens machen jetzt nicht so richtig was. Wir haben immer noch einen Bobble Draw auf dem Stack. Das heißt, wir ziehen noch eine Karte. Vielleicht ist das eine Force. Sink into Stupor. Ist leider zu teuer. Manamorphose. Jetzt pass auf, wenn ich das counter, dann hat Opponent 3 Mana, kann Veil of Summer spielen. Das kann ich auch counter, dann sind nur noch 2 offen. So machen wir das. Das sollte es sein. Gut, wir müssen noch irgendwie gewinnen, aber ich habe einen Frosch auf dem Board. Das würde ja irgendwie machbar sein. Okay. Ich könnte für 1 Board wipen.
Dann ist der 2 und der 2. Das sind 4, 5, 6, 7. Reicht nicht. Dann könnte ich aber Spells näher auf die Hand zurücknehmen. Aber ich habe dieses Sink into Stupor. Ich glaube, ich mache das so. Schau, was oben liegt. Mein Spells näher hätte ich gerne. Also, dann machen wir das anders. Dann muss das Toxic Deluge gehen. Entschuldige. Hilft alles nichts. Nächste Runde können wir Tamio ulten. Dann haben wir sowieso gewonnen. Wir müssen jetzt nur diesen Zug überlegen. Und mit Sink into Stupor und einem Spellsnare sollte es hoffentlich machbar sein, wenn der Opponent keine Handkarten hat. Okay. Pass in Flames. Remand. Nochmal ein Veil. Alter. Wie viel Veils kann man denn ziehen? Wie viel Veils kann man denn ziehen? Ja, okay. Ah, nee. Es ist ja gar kein Counter. Es ist ja nur ein Return. Haha. Okay. Vergiss, was ich gesagt habe. Yo, Opponent. Ultimate. Nehme mal ein blaues in Pool. Cast. Okay, Opponent hat die Line gesehen. Ich auch, sehr gut. 3-0. Deck ist unschlagbar, oder? Was sagt ihr? Ich find's mega. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von dem Deck haltet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.